Es ist Montag, der 9. Oktober. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, der Nachrichtentalk. Ja, ein Wochenende, über das wir sprechen müssen. Zwei Landtagswahlen in Hessen und Bayern mit vielen Verlierern und einigen Gewinnern. Und wir müssen über Israel sprechen, das sich nun im Krieg befindet. Krieg gegen den Terror der Hamas. Die Themen kommentiere und diskutiere ich mit meinen wunderbaren Gästen, dem Geschäftsführer von The Republic, Politikberater und CSU-Kenner Armin Petschner-Multari, der Journalistin Katrin Seibold und Rechtsanwältin Annette Heinisch. Später in der Sendung schalten wir noch zu einem Sprecher des israelischen Militärs nach Tel Aviv. Freut mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich darf Sie auch heute wieder durch die Sendung führen. Und es freut mich auch sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Fangen wir bei den Verlierern der Landtagswahlen an. Unterm Strich kann man sagen, es war ein klares Votum gegen die Ampelparteien der Bundesregierung. Sinnbildlich dafür Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit Ambitionen auf Platz 1 gestartet, wurde es nur mit Ach und Krach Platz 3 in Hessen. Eine klare Klatsche. Frau Seibold, Sie wohnen in Hessen. Ich habe gesehen, in der Wahlanalyse vor allen Dingen hat man ihr übel genommen, dass sie sich gleich am Anfang ihrer Kandidatur nicht bereit erklärt hat, im Fall einer Niederlage zu bleiben. War das so? Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Aber haben, glaube ich, 56% aller Wähler in Hessen angegeben, dass sie das gestört hat. Also ich kann nur sagen, ich lebe in der hessischen Landeshauptstadt und was mich immer sehr beschäftigt hat, die ganze Zeit über, in der wir mit Nancy Faeser zu tun hatten, dass sie es nicht geschafft hat, in ihrer eigenen Landeshauptstadt, wo sie sich ja quasi auch für das Amt der Ministerpräsidentin beworben hat, als Bundesinnenministerin dafür zu sorgen, dass wir auf den Straßen, auf den öffentlichen Plätzen und vor allem nachts für die jungen Leute eine Sicherheit im öffentlichen Raum haben. Also gerade im persönlichen Umfeld kann ich von 3 Fällen nur über den Sommer berichten, wo Jugendliche von Gruppen mit Migrationshintergrund zusammengeschlagen wurden. Und da ist keine Konsequenz daraus erwachsen. Die Polizei vor Ort hat Angst reinzugehen, weil sie sagen, es handelt sich teilweise um Clan-Kriminalität. Also das war schwierig. Und ansonsten gab es wenig Handhabe vor Ort. Und In Wiesbaden. Also wir reden jetzt hier nicht von Frankfurt am Main. Wir sprechen von Wiesbaden und der Fußgängerzone, dem Bahnhofsbereich. Und ein Jugendlicher wurde sogar, das Haus seiner Eltern wurde umstellt, weil man ihm irgendwas unterstellt hat, was er gar nicht getan hat. Mhm. Also das sind jetzt quasi, man kann natürlich immer sagen, das seien Einzelfälle, aber ich wohne ja da nicht seit gestern, sondern seit fast 20 Jahren. Und das Klima hat sich schon sehr verändert in den letzten Jahren. Vor allen Dingen steht auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Kritik aufgrund etwas, wo sie eigentlich aktuell sehr gefragt wäre, die Migrationskrise. Und das wäre eigentlich ihr Job, das zu richten. Stattdessen hat sie parallel Wahlkampf gemacht. Armin, glaubst du, das war ein Riesenfehler, hier als Bundesinnenministerin nicht irgendwann einmal auszusteigen und zu sagen, ich muss mich um andere Dinge kümmern? Die ganze Kandidatur war eben von Anfang an ein Fehler. Also, weil sie in erster Linie hat sie keinen Amtsbonus im klassischen Sinne, weil das Thema Migration, innere Sicherheit aktuell extrem polarisierend ist. Also, sie war jetzt nicht eine starke Bundesministerin, die mit Rückenwind aus dem Bund in Landtagswahlkampf einsteigt, sondern sie ist eigentlich mit einem Handicap gestartet. Dann das Commitment zu Hessen nicht abzugeben, großer strategischer Fehler. Sie hat gesagt, sinngemäß hat sie, glaube ich, gesagt, also Oppositionsführerin in Wiesbaden möchte ich nicht machen, das war ich ja schon mal. Den gleichen Fehler hat übrigens Norbert Röttgen damals gemacht, als er aus dem Kabinett Merkel sich geweigert hat, dann nach NRW zurückzugehen, auch im Falle einer verlorenen Wahl. Das ist ihm nicht gut bekommen, das ist Nancy Faeser nicht gut bekommen. Norbert Röttgen, wissen wir, ist damals geschasst worden. Angela Merkel hat ihn rausgeschmissen, auch auf Intervention von Horst Seehofer damals. Bei Nancy Faeser kann das auch so weitergehen. Aber die ganze Kampagne von Nancy Faeser war von Anfang bis Ende schlecht gemacht. Also wie gesagt, diese Doppelfunktion, diese Doppelbelastung, sie hatte weder Zeit, sich voll auf den Wahlkampf zu kümmern, für ihr Amt, das sie eigentlich viel wichtiger jetzt ausfüllen müsste, hatte sie auch keine Zeit. Sie hat damals ihren
Twitter-Account des Innenministeriums umgewidmet. Sie hat dieses Schmutzvideo vor kurzem jetzt gegen Boris Rhein, der ein beliebter Ministerpräsident ist, veröffentlichen lassen, oder zumindest aus ihrem Umfeld wurde es veröffentlicht. Sie hatte angeblich ja keine Kenntnis über dieses Video. Also diese ganze Kampagne war ein einziges Gestotter und Gestolper. Und Nancy Faeser hat eben, und das ist eben der Punkt jetzt, in dieser Situation, wo es wirklich lichterloh brennt mit Blick auf die Migration, dass den Leuten das Gefühl gegeben, ich committe mich nicht richtig zu meinem eigentlich jetzigen Job. Und Bundesinnenministerin kann man halt nun mal nicht in Teilzeit machen. Sie ist auch zu einer Vorladung des Innenausschusses nicht erschienen, ja, und hat dann stattdessen ein Interview gegeben. Genau, und den anderen, die Schönbohm-Geschichte kommt dazu. Also es hat, wie gesagt, ein Skandal jagte den nächsten, und das meine ich mit Gestotter. Die Frau ist einfach da durch die Gegend gestolpert. Mhm. Es wäre ja jetzt eigentlich einfach gewesen, für sich Werbung zu machen, indem man die Migrationskrise zu seinem Thema macht. Als Bundesinnenministerin wäre es ja auch ihr Thema, und dort ordentliche Politik vorantreibt, um somit Wählerstimmen zu gewinnen. Hat sie auch nicht gemacht. Sie hat ihren Job vernachlässigt. Sie hat natürlich jetzt so ein paar plakative Forderungen aufgestellt. Sie hat ja hier, also sie hat ein bisschen, sie hat jetzt hier und da ein paar rechtsterroristische Gruppen verbieten lassen. Sie hat auch den einen oder anderen fast schon ein bisschen populistischen Vorschlag gemacht in Sachen Migration, aber das nehmen wir die Leute natürlich auch nicht ab. Also Vorschläge verfangen politisch natürlich beim Wähler nur, wenn sie glaubwürdig sind. Und diese Glaubwürdigkeit in Sachen Migration hat Nancy Faeser nicht, die hat die SPD nicht, die hat die ganze Bundesregierung aktuell nicht. Und ich sag mal, mit Blick auf die gesamten Parteien hat sie wahrscheinlich, wenn dann gerade nur in Teilen, noch die Union, aber in erster Linie wahrscheinlich die AfD. Wir haben gehört, was die SPD alles nicht hat, und das führte zum schlechtesten Ergebnis der Geschichte für die SPD in Hessen. Frau Heinisch, glauben Sie, kann sich Nancy Faeser noch im Bundeskabinett halten, oder müsste sie nach dieser Wahlschlappe nicht eigentlich den Platz räumen? Sie müsste den Platz räumen, aber ich vermute fast, sie kann sich halten. Wobei ich persönlich manchmal denke, der Grund könnte Saskia Esken sein. Wenn sie der Ersatz für Nancy Faeser ist und Herr Scholz die Wahl hat, dann nimmt er vielleicht lieber die Nancy, Fancy Nancy, die er kennt und die jetzt angeschlagen ist, als eine Saskia Esken, von der man nicht weiß, ob sie nicht noch schlimmer ist. Und ich finde, das ist ja ein typisches Beispiel des Fachkräftemangels in der SPD. Was sie gezeigt hat, dass sie vielleicht nicht die beste Fachkraft ist, wenn es darum geht, Wähler zu analysieren, hören wir da mal rein. Wir haben eine Situation insgesamt im Land, dass die Menschen sehr erschöpft sind und veränderungsmüde und deswegen auch sehr leicht auch auf die einfachen Antworten, die scheinbaren Antworten, die eben die Rechtspopulisten dort geben, eingehen. Und das hat uns in Schwierigkeiten gebracht, wenn wir uns anschauen, wie hoch die Zustimmung zu den Rechtspopulisten sowohl im einen wie im anderen Bundesland sind, dann ist es schon erschreckend. Und da haben wir auch als Gesamtgesellschaft was zu tun. Also waren wir alle nur erschöpft und veränderungsmüde? Ja, total erschöpft und total Veränderung. Das ist eine tolle Analyse. Da sind jetzt keine Probleme, die es zu lösen gilt. Mhm. Wir sind einfach nur erschöpft, genau, zu ermattet, das irgendwie hinzunehmen. Also Saskia Esken, das sieht man ja hier ganz deutlich, hat sich von der Realität komplett entkoppelt. Und deswegen, ich frage mich immer, wer sollte sonst nach Nancy Faeser kommen? Sie hat sich da ja schon ins Spiel gebracht. Und das könnte der Grund sein, dass man gar nicht genau weiß, wer sonst kommen soll, dass Nancy Faeser sich daran klammert und Olaf Scholz sie wahrscheinlich auch hält. Nur diese Wahlanalyse, ganz ehrlich, wir haben Migrationsprobleme, Wirtschaftsprobleme. Wirtschaft wurde ja von vielen Wählern als erstes genannt, die großen wirtschaftlichen Probleme unseres Landes. Keiner adressiert das wirklich, sondern sagt höchstens, wir als Regierung oder als Ampel kommunizieren nicht richtig. Genau. Oder wir Bürger sind dann wohl zu blöd, das zu verstehen. Aber wir leben halt in der Realität. Und dann sind wir ermüdet, diese komischen Worthülsen und leeren Floskeln oder zu hören. Oder schlecht gelaunt, wie ja, der Kanzler sagt. Ja, schlecht gelaunt sind wir in der Tat viel, ja. Auch der hat sich geäußert über Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der gesagt hat, er ist fest entschlossen, auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten. Glaubst du, wird sich daran noch was ändern, Armin? Oder glaubst du, vielleicht Nancy Faeser selber wird der Druck zu groß und sie wird zurücktreten? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich so noch nicht beurteilen. Das Problem, den Ersatz für Nancy Faeser zu finden, ist ja schon kompliziert, weil
als man Frau Lamprecht rausgeschmissen hat und durch Pistorius ersetzt hat. Die da, ja auch selber gegangen ist. Die ist selber gegangen, aber da Scholz hatte sie behalten. Genau, aber da hatte Scholz schon das Problem, dass er nicht paritätisch nachbesetzen konnte, wie er es ja eigentlich versprochen hatte. Nicht, dass paritätische Kabinette jetzt irgendwie wichtig sind, aber für den SPD-Kanzler anscheinend schon. Und wer sollte da jetzt auf Nancy Faeser folgen? Das ist, also das wird sie wahrscheinlich im Amt halten, wenn sie nicht freiwillig zurücktritt. Ich weiß nicht, dafür kenne ich Nancy Faeser zu schlecht, um einzuschätzen, ob sie die Reißleine zieht. Aber die Frau ist im Amt und politisch als Figur so beschädigt, dass es eigentlich absurd wäre, im Amt zu bleiben. Aber das zeichnet doch den Olaf Scholz aus, dass er Minister hält, die eigentlich nicht mehr haltbar sind. Also bei Lauterbach haben wir das gesehen, nach den Berichten über die Impfnebenwirkungen, er ist weiterhin im Amt. Das wäre auch schon ein wesentlicher Punkt gewesen, dass er zurücktritt, dass er nicht mehr haltbar ist aus der Sicht von Olaf Scholz. Und jetzt haben wir eben eine Nancy Faeser, die mit diesem Straftatbestand der Delegitimierung des Staates Bürger gejagt und gehetzt hat. Und trotzdem darf sie, so vermute ich, so ist meine Prognose, bestimmt weiterhin Innenministerin bleiben. Ja, und man muss ja dazu sagen, was er ja da verwundert, Olaf Scholz hätte ja eigentlich positive Erfahrungen gemacht, wenn er einen Minister austauscht. Wie Lamprecht, ich meine, Boris Pistorius ist der mit Abstand beliebteste Politiker im Moment. Ja. Und wenn man da nicht auf Parität achtet, kann es ja durchaus gewinnbringend sein für eine ganze Ampelkoalition, wenn man da mal mit einem Positivbeispiel auftrumpfen könnte. Der Punkt ist, die Nachrichtenlage wird Nancy Faeser vielleicht retten, wenn es hart auf hart kommt. Aus dem einfachen Grund, wir haben Landtagswahlen in Hessen gehabt, wir haben Landtagswahlen in Bayern gehabt mit sehr vielschichtigen Ergebnissen. Da wird jetzt über die AfD und einen Rechtsruck gesprochen, da wird über die CSU gesprochen, über Kanzlerkandidatur Friedrich Merz etc. Ich meine, wir haben es ja gestern bei Anne Will gesehen, es ging um alles. Es ging nur nicht um die furchtbaren Verluste der Ampel, sondern es ging eigentlich immer nur um die Union, ganz komisch, oder die AfD, als hätten irgendwie Grüne und SPD und FDP, ich meine, die FDP kämpft um Überleben. Ja. Und da reden wir gar nicht drüber. Und natürlich haben wir die Situation in Israel. So, und bei den Bildern, die wir aus Israel sehen, da ist natürlich dann jemand wie Nancy Faeser plötzlich relativ zweitrangig, wenn man dann plötzlich mit Fragen von Leben und Tod konfrontiert wird. Das heißt also, wenn Nancy Faeser Glück hat und sie nicht freiwillig geht, bleibt sie im Amt, weil die Nachrichtenlage zu diffus ist und weil die deutsche, journalistische Klasse sich auf alles Mögliche konzentriert, aber nicht auf die eigentlichen Wahlverlierer. Außerdem, wen sollte jetzt denn Olaf Scholz wie Pistorius aus dem Hut ziehen? Wer wäre denn nochmal? Also selbst wenn wir jetzt für Faeser, selbst wenn wir jetzt sagen, nicht paritätisch, was ja wirklich Quatsch ist, Fähigkeiten würden zählen, aber wen sollte er nehmen? Wer fällt jemandem vielleicht der SPD-Vorsitzende des Innenausschusses, Castellucci vielleicht? Ich weiß auch nicht, welche Shortlist da in Frage kommt. Ja. Das ist das Problem. Ich möchte noch, Nancy Faeser hat sich auch geäußert und die hat gesagt, ich habe in den letzten Monaten mehr als 200% gegeben. Würde ich sagen. Aber der Gegenwind war zu stark oder sowas. Es geht der Satz noch weiter. Ja. Mehr als 100% gegeben war vor allem die Plakatierung in Wiesbaden mit ihrem Konterfei, die man wirklich, also Herr Boris Rhein kam da ja kaum vor. Ja, und vor allem sie, die man. Man muss dazu sagen, die Stimmen wurden laut, die meinten, sie hat weder die eine noch die andere Rolle vollständig ausgefüllt, also weder die der Spitzenkandidatin noch die der Innenministerin. Mich würde noch interessieren, was nimmt daraus jetzt die Ampel mit aus diesen Ergebnissen für die Bundesregierung? Also man sieht schon, Olaf Scholz hat zumindest Meloni gegenüber gesagt, Seenotrettung, die Finanzierung, ob es die noch von der Bundesregierung in Zukunft geben würde, stellt er mal in Frage. Auch im Thema Migration sieht vieles danach aus, als würde jetzt Olaf Scholz dort härtere Maßnahmen ziehen wollen. Kauft ihr ihm das ab? Beziehungsweise glaubt ihr, die Ampel hat jetzt den Knall gehört? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube es einfach nicht. Ich glaube keiner. Das Raumfrage ist eindeutig. Also, ich glaube schon, dass die in einem Prozess sind, wo sie ins Umdenken kommen. Und ich glaube auch, dass es natürlich nicht an denen spurlos vorbeigeht. Man hat gestern schon einen sehr zerknirschten Kevin Kühnert zum Beispiel gesehen. Ja? Und Saskia Esken lebt in ihrer, also die lebt wirklich auf einem anderen Planeten, was die Analyse anging. Auch bei Anne Will gestern, komplett abstrus. Aber bei den normalen SPD-Lern, glaube ich, sickert es langsam durch. Denn die SPD ist der größte Wahlverlierer, denn die hat, also gerade mit Blick auf die AfD und sozusagen einen vermeintlichen Rechtsruck, Thema Migration, denn die Leute gehen ja nicht von der FDP zur, also gehen sie auch, aber sie gehen ja nicht von der Union oder so zur AfD, wie es immer dargestellt wird, sondern sie gehen von der SPD. Die AfD wird die neue Arbeiterpartei in diesem Land werden, die Partei der kleinen Leute. Und das trifft die SPD schon und da werden die schon drüber nachdenken müssen.
ob sie sich aus den Strukturen, festgefahrenen Prozessen und Reflexen lösen können, in der Zeit, also so schnell, wie sie das müssten, das vermag ich nicht zu beurteilen. Und Frau Esken hat gestern bei Anne Will den Satz gesagt, naja, also so akut ist das Thema Migration gar nicht. So, also da hat man den Schuss nicht gehört. Olaf Scholz vielleicht schon, aber bis man da ins Handeln kommt, das waren verlorene Jahre. Aber dann bleiben wir doch bei der AfD. Sie war einer der größten Gewinner in Hessen, neben Boris Rhein, der die Wahl an sich gewonnen hat. Platz Nummer zwei hat man ihnen auch nicht zugetraut, auch nicht in den Umfragen. Mhm. Und für mich sehr überraschend. Also die wurden in den Umfragen eher gesehen zwischen Platz 3 und 4. Und jetzt holen sie dann doch relativ klar Platz 2 in Hessen. Mhm. Hat sich das abgezeichnet vor Ort? Ich glaube nicht, dass sich das abgezeichnet hat, aber jetzt wird die Politik eben von der Realität eingeholt. Und ich fand das ganz spannend. Man konnte das so ein bisschen an der medialen Berichterstattung ablesen. Ich habe also gestern immer hin und her geschaltet zwischen Bayerischem Rundfunk und Hessischem Rundfunk. Und beim BR war es doch so, das sind ja über 30% jetzt Freie Wähler und AfD. Da kann auch eine Berichterstattung nicht mehr drumherum. Das heißt, es wurden tatsächlich alle Kandidaten gleichermaßen befragt von den Reportern im Wahlstudio, während der Hessische Rundfunk noch was gemacht hat, was wir ja eigentlich schon seit Jahren kennen. Da hat die Moderatorin dann immer, wenn Alice Weidel und der andere AfD-Politiker angesetzt hat, was zu sagen, hat sie dann nach einem oder zwei Sätzen gesagt, oh, ich höre gerade aus dem Studio, wir müssen jetzt woanders hinschalten, zack, und dann war der AfD-Kandidat wieder abgeschnitten. Robert Lambrou hieß er in Hessen. Das heißt also, dass in Hessen, um jetzt auf Ihre Frage zu kommen, in Hessen ist diese Erkenntnis, dass wir eine relevante Masse der Bevölkerung haben, die wollen, dass man sich mit dem Thema Migration anders beschäftigt als bisher. Da ist diese Botschaft offensichtlich noch nicht so angekommen, denn ich finde, man muss diesen Komplex Politik und Medien immer mehr zusammendenken. Denn das ist doch sozusagen die Kaste, wenn ich das mal so formulieren darf, die versucht, an dem Status quo irgendwie festzuhalten und leugnet immer noch bestimmte Realitäten. Mhm. Und da, finde ich, konnte man das ganz gut sehen, dass in Bayern das schon angekommen ist und dass man weiß, man kommt an diesen Wählern, an diesen ganzen vielen Themen nicht vorbei, die man bisher so ein bisschen auf die Seite geschoben hat. Mich würde noch interessieren, gab es in Hessen irgendein regionales Phänomen oder ist es wirklich klar das Versagen der Ampel und der aktuellen Regierung, dass die AfD dort so einen Aufwind bekommen hat? Oder kann man sagen, aufgrund des tollen Spitzenkandidaten oder aufgrund, was damals passiert ist und wie er reagiert hat, daher sind die Leute so stark hinter der AfD und daher ist er Platz 2 geworden. Das war das Werk von Nancy Faeser. Erstens. Zweitens ist er sozusagen die regionale und kommunale, die Landesebene komplett untergegangen vor der Kulisse, dieser Drohkulisse der bundespolitischen Ebene. Insofern glaube ich, es war ganz klar ein Negativergebnis von Nancy Faesers. Erstmal Politik, sowieso als Innenministerin und dann eben, was Sie schon sagten, dieser Doppelbewerbung, die einfach eine völlige Selbstüberschätzung war. Ja. Und jeder, also das Thema Frankfurter Bahnhofsviertel war natürlich auch ein Thema. Das hat auch die CDU aktiv gespielt, hat auch auf das Konto der CDU eingezahlt. Aber das zeigt ja, dass da schon ganze Stadtteile gekippt sind. Ich meine, das Frankfurter Bahnhofsviertel war noch nie schön. Da wollte man noch nie verweilen und dergleichen. Aber da ist einiges gekippt. Und natürlich auch in den hessischen Großstädten. Also da hat man natürlich einen Migrantenanteil, der teilweise jetzt dann in die Mehrheitsbevölkerung dann umschlägt, ja, da sind andere gesellschaftliche Mehrheiten. Da hat man natürlich Parallelgesellschaften auch in Hessen. Zahlt ja alles auf dieses Ticket ein und auch in Hessen entstehen Unterkünfte für Flüchtlinge bzw. Migranten, eine nach der nächsten, und das merkt man im ganzen Land. Also ich würde das auch nicht als rein hessisches Phänomen oder als bayerisches abtun. Das wird jetzt in ganz Westdeutschland auch so aussehen mit den Wahlen und in Ostdeutschland sowieso. Und noch ein letzter Punkt zum Ignorieren der AfD. Die AfD ist jetzt in Zukunft Oppositionsführer in beiden Landtagen. Das heißt, die haben mehr Budget, die haben mehr Redeanteil, die antworten direkt bei der Regierungserklärung und dergleichen als Erste, der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende dann. Also dieses Totschweigen, Ignorieren und dergleichen, das wird im parlamentarischen System nicht mehr funktionieren. Und wenn man versucht, die AfD aus Ausschüssen oder dergleichen auszuschließen, dann wird es richtig krachen. Dann kommen wir doch mal zum zweiten Landtag. Auch in Bayern wurde gewählt. Ministerpräsident Markus Söder gewinnt mit 37% die Wahl und wird im Amt bleiben. Sein Vize- und Koalitionspartner Hubert Aiwanger ist der große Gewinner mit 15,8%.
5% und damit sind die Freien Wähler zweitstärkste Partei in Bayern. Überraschend auf Platz 3 und ebenfalls Gewinner die AfD mit 14,6%. Du hast gerade erwähnt, größte Oppositionspartei. Dahinter auf Platz 4 die Grünen mit 14,4%. Und die SPD schafft es in Bayern nicht einmal mehr auf 10%. Die Ampel wurde auch in Bayern also klar abgestraft bzw. in Form der FDP sogar abgewählt. Sie zieht mit 3,5% deutlich nicht in den Landtag ein, was sie in Hessen ganz knapp mit 5,0% noch geschafft hat. Mit was wollen wir denn beginnen? Ist es die FDP, die da rausgeflogen ist? Warum, Armin? Du bist doch in Bayern super vernetzt, verdrahtet. Ich bin ja Bayer, ich bin es auch gerne und stolz. ja gut, die FDP hat es in Bayern historisch immer schon schwer. Die zieht manchmal ein, zieht manchmal nicht ein. Ganz egal, ob sie jetzt in der Bundesregierung war oder nicht. Natürlich, weil man in Bayern zum einen mit der CSU eine sehr, sehr starke Volkspartei hat, die viele Wähler, die klassisch in anderen Bundesländern FDP wählen würden oder theoretisch mal Wechselwähler sind oder so, einfach aufsaugt. Dann hat man jetzt die Freien Wähler, die gerade im ländlichen Raum extrem stark sind. Das heißt, man hat eine bürgerliche Alternative neben der FDP. Und man hat natürlich jetzt auch noch die AfD. Die auch, also bei ganz vielen Fragen sind FDP-Wähler übrigens immer rechts von Unionswählern angesiedelt, ganz vielen Themen, gerade bei der Migration und dergleichen. Und die haben natürlich auch jetzt eine Option, zur AfD zu gehen und wählen dann auch AfD. Dann hat Herr Hagen, Spitzenkandidat der FDP, einen Kardinalfehler gemacht. Er hat bei der Causa Aiwanger aufs falsche Pferd gesetzt. Er hat das schon smart gemacht, kann man jetzt ihm nichts vorwerfen, aber statt zu sagen, das ist eine Kampagne der Süddeutschen Zeitung und teilweise des politischen Establishments aus Berlin heraus, hat er gesagt, naja, da müssen wir schon mal schauen, wie das da so ist und Maß und Mitte halten und dergleichen. Und ich glaube, das ist nicht gut angekommen. Und dann kommt natürlich noch der Bundestrend dazu, dass die FDP es generell im Bund gerade extrem schwer hat. In Bayern ist sie historisch schwächer als im Bund. Das heißt, wenn sie im Bund jetzt bei irgendwie 6% steht, dann steht sie halt in Bayern bei 3. Und damit ist die Sache fertig erzählt. Frau Seibold, Sie haben genickt, während Armin ausgeführt hat. Ja, ich finde nur, das muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Erbpachtvertrag der CSU in Bayern auch jetzt endgültig abgelaufen ist. Also während wir 2018 ein historisches Ergebnis hatten, also Rekordergebnis für die Grünen, haben wir eben jetzt eins zwischen Freien Wählern und AfD. Und definitiv ist aber, dass die CSU wirklich abgestraft wurde. Das ist letztlich gestern in den Wahlsendungen erstaunlich zu kurz gekommen. Man hat immer diesen strahlenden Markus Söder gesehen im Bayern. Fernsehen, der sich da wieder selbst gefeiert hat. Also er hat mal wieder überhaupt in keiner Sekunde auch nur zugegeben, dass er da irgendwie vielleicht Fehler gemacht hat, dass er auch, gerade wenn Sie die Causa Aiwanger erwähnen, dass er sich anbietet. Also einerseits lässt er diese Schlammschlacht zu. Ja, wir haben Herrn Aiwanger gesehen bei Markus Lanz. Er war der Einzige aus meiner Sicht in den ganzen letzten 3 Jahren, der einem Markus Lanz, der ja wirklich mit der Lanze unterwegs ist und die Leute öffentlich denunziert und absticht in seiner Talkrunde, der ihm Paroli bieten konnte, ja, der wirklich dagegen gehalten hat, der ihm auch die rhetorischen Finessen und Winkelzüge sozusagen bloßgestellt hat. Das war aus meiner Sicht einfach nur publizistisch, war das großartig. Ja. Und ein Markus Söder, ich muss es noch kurz zu Ende führen, ein Markus Söder, der da einfach nur nichts macht, sozusagen das, dieses Theater, dieses Schaustück, dieses bayerische Kabarett quasi abspielen lässt und hinterher dann aber wieder ankommt und sagt, ja, mit möchte ich aber schon noch weiter koalieren. Das ist einfach was, wo ich sage, da hat Bayern was Besseres verdient. Da würde ich jetzt energisch widersprechen. Ich glaube, Markus Söder, also tue ich aus Überzeugung nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste es tun. Zwei oder drei Punkte dazu. Markus Söder hat durch seine Corona-Politik Team Vorsicht und so extrem an Rückhalt eingebüßt. Diese Leute sind teilweise zu den Freien Wählern, in einem kleinen Teil auch zur AfD gegangen. Also diese Stimmung, die war dahingehend für Markus Söder schon schwierig, deswegen wurde er zum Beispiel in Erding auch ausgebuht. Das rührt daher. Aber in der Aiwanger-Geschichte hat Markus Söder ein Problem, das nicht seins war, weil es kein CSU-Problem war, sondern ein Freie Wähler-Problem, hat er sich, glaube ich, taktisch und inhaltlich sehr, sehr gut positioniert. Und ich werde es auch ausführen, wieso. Wir wussten alle nicht, keiner wusste, was ist an diesen Vorwürfen dran, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Doch das, also Markus Söder ist aber nicht sozusagen direkt reingesprungen, hat gesagt, um Gottes Willen, alles ganz furchtbar, sondern hat sich erst einen Überblick verschafft. Hubert Aiwanger hat sich erklärt
Und Markus Söder hat ihm die Chance gegeben, sich zu erklären. Und dann hat man sozusagen im Gespräch mit Hubert Aiwanger und dann durch diesen 25-Punkte-Fragenkatalog die Klärung final für alle öffentlich sehbar herbeigeführt und hat gesagt, damit ist die Geschichte für uns erledigt. Die Koalition steht nicht in Frage und idealerweise wollen wir die Koalition nach der Wahl fortführen. Und das ist schon ein mutiges Commitment von Markus Söder gewesen, denn wir wussten nicht, wie die Geschichte ausgeht, wie der medial sich die Geschichte weiterentwickelt. Die Süddeutsche Zeitung und Teile der Medienlandschaft haben wirklich alles getan, um Markus Söder, der CSU, Hubert Aiwanger und den Freien Wählern zu schaden. Und da würde ich sagen, hat Markus Söder sehr, sehr, sehr besonnen reagiert. Und dass Markus Söder so klar sich gegen die Grünen ausgesprochen hat, muss ich ihm auch hoch anrechnen. Ich würde die beiden ein bisschen trennen. Also ja, Hubert Aiwanger hat gezeigt, sehr imposant, dass man es überleben kann, wenn die komplette Journalie gegen dich ist. Und die komplette Medienlandschaft gegen dich ist und du es trotzdem noch überleben kannst und du trotzdem noch im Amt bleibst und die Bürger das gutieren. Und die veröffentlichte Meinung eine ganz andere ist wie die öffentliche Meinung. Ich würde das beide nur gerne trennen, dass da Markus Söder nicht eingeknickt ist, ja, verdient ein bisschen Respekt, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, ich glaube, das hatte schon auch sehr viel damit zu tun, wenn er seinen Wählern erklärt hat, hätte, Freunde, dann muss ich mit den Grünen koalieren, weiß ich nicht, ob es vielleicht doch nicht deutlich weniger als 37% geworden wäre. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine, Markus Söder hat sich zu einem Zeitpunkt committed, wo er nicht wusste, wie die Geschichte nach hinten ausgeht. Aber Entschuldigung, Markus Söder war nicht mutig, sondern er war einfach nur wie immer opportunistisch. Denn jeder weiß, wenn es irgendwie um ein Flugblatt geht, was irgendwie mit der NS-Zeit zu tun hat, dann ist doch klar, dass man sich da öffentlich nur die Finger verbrennen kann. Ja. Das heißt, er konnte doch gar nicht anders als klug sein politisch. Und dieses Kasperltheater, dieser Coup der Süddeutschen Zeitung, der vorbereitet war. Mit dem Aiwanger in Interaktion und der Öffentlichkeit der Journalie, wie Sie sagen, einfach mal abfackeln zu lassen, dieses Strohfeuer, wie er es immer macht. Und dann, wenn es machtpolitisch günstig ist, er ist ein ganz klarer Machtstratege, dann wieder reinzuspringen und zu sagen, wunderbar, ich möchte ja am liebsten mit denen koalieren, weil da habe ich dann am meisten noch den CSU-Stamm von damals, der ja quasi jetzt weggebröckelt ist, den habe ich weiterhin sicher. Das ist das, was ich glaube. Okay. Frau Heinisch, das war ja schon eigentlich die Geschichte des Wahlkampfes. Da kommt diese Flugblatt-Affäre über die SZ, dann war es der Bruder und alle haben sich gegen Aiwanger ausgesprochen. Und plötzlich hat sich eine irrsinnige Sympathisierungswelle breit gemacht durch Bayern. Gilles Moos haben wir auch schon hier besprochen in der Sendung. Die Zelte waren bei der CDU, CSU relativ voll, aber bei den Freien Wählern sind die Leute Schlange gestanden, um kurz darauf Hubert Aiwanger zu sehen. Der wurde gefeiert. Wie haben Sie diese Geschichte miterlebt? So die kleine Heldengeschichte des kleinen Mannes in Bayern oder wie haben Sie es gesehen? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sich viele mit Aiwanger identifiziert haben, denn man muss ja die Vorgeschichte sehen. Seit Jahren ist jeder Nazi, der sagt, die Migration sollte vielleicht gesteuert laufen oder wir haben ein Asylrecht, das steht im Grundgesetz, das wird missbraucht. Man ist Nazi, egal was man sagt, wenn man nicht zustimmt. Und jetzt hatten wir jemand, der, glaube ich, stellvertretend für viele da mal gesagt hat, nein, das war ich nicht und ich stehe das jetzt hier durch. Und er hatte Erfolg. Ich glaube, tatsächlich ist da mehr gekippt, als uns überhaupt bewusst ist. Weil auf einmal, das war das erste Mal praktisch, es klappte nicht. Es funktionierte nicht. Und ich sehe eigentlich eher Herrn Söder in einer Taktiererrolle, der erstmal abwarten wollte, wohin sich das Ganze entwickelt. Und als er merkte, dass viele dann auf einmal für Aiwanger waren und er doch sehr viel Zustimmung bekommen hat und jetzt auch andere Medien da waren, hier zum Beispiel andere Medien, aber auch andere, die gesagt haben, jetzt sprecht doch nicht den Stab, jetzt schaut erstmal, was da ist und dann schauen wir mal weiter. Aber dass das mal nicht funktioniert hat, ich glaube, das hat eine solche Begeisterung ausgelöst in ganz vielen Menschen, die auf einmal wieder Hoffnung schöpften. So nach dem Motto, wir sehen, wie das Land immer mehr auf den Abgrund zuschaut und alle sagen, wir sind falsch. Jeder, der sagt, aber Freunde, passt auf, was macht ihr denn? Du bist rechts, du bist Nazi. Und man war so hoffnungslos, vollkommen hoffnungslos. Und der Mann steht, glaube ich, so, der spricht ja auch wie der normale Mensch und ist verständlich. Und er hat es durchgestanden, endlich ein Politiker, der nicht eingeknickt ist. Und ich glaube, das hat auch sein Wahlergebnis mitgebracht. Das hat nichts mit den Freien Wählern direkt zu tun, sondern mit Hupsi, mit Aiwanger, der hat das durchgestanden.
So einen braucht man mal wieder, so einen Mann mit Rückgrat braucht das Land. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, diese Wahlen sind schon Teil eines großen politischen Trends. Ja. Also man hat jetzt wieder Mehrheiten Mitte, Mitte, rechts bis ganz rechts sind möglich mittelfristig. So. Es ist nicht immer nur noch alles Schwarz-Grün oder große Koalition, sondern es gibt jetzt auch wieder andere Verhältnisse. In Bayern ist man natürlich in einer sehr komfortablen Lage, weil man mit den Freien Wählern eine zweite bürgerliche Partei neben der CSU hat. Und man hat sogar die AfD, die als rechte Partei, ich würde sie nicht als bürgerlich bezeichnen, aber als rechte Partei, da jetzt auch vor Ort eben extreme Zuwächse hat. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend für die Landtagswahlen nächstes Jahr. Ja? Aber man sieht schon, also die gesellschaftlichen Mehrheiten, die verschieben sich extrem. Und dieser Rechtsruck, den ich jetzt vielleicht auch als Rechtsruck bezeichnen würde, ist aber eigentlich eine Normalisierung des politischen Systems. Weg von einer linken Diskurshoheit zu irgendwie sowas, wo wir halbwegs ausgeglichen sind. Eine spannende Zahl möchte ich dir dazu noch geben für diesen Gedanken. Sowohl Markus Söder als auch Hubert Aiwanger haben relativ einen starken Wahlkampf gegen die Grünen gemacht. Vor allen Dingen Hubert Aiwanger in Erding, aber auch Markus Söder hat immer gesagt, die haben nicht das Bayern gehen und so weiter. Ja, jetzt, haben sie auch nicht. Jetzt sehen wir, mit den Freien Wählern gibt es eine zweite bürgerliche Partei, aber die CSU kriegt plötzlich 110.000 Stimmen der Grünen in Bayern zu sich dazu. Ja. Wie kannst du dir das erklären? Das sind wahrscheinlich auch wieder viele Gründe, aber zum einen, weil auch einigen, also die Grünen haben ja prozentual extrem verloren, 20-25% in beiden Bundesländern, ja. Also auch den grünen Wählern von 2018 dämmert langsam, was ich damals gewählt habe unter dem, die große Greta-Euphorie, die ist verflogen, jetzt ist Wirtschaftskrise, ja. Jetzt geht es nicht mehr nur um ein bisschen Windrad hier und eine Solarzelle dort, jetzt geht es darum, habe ich noch einen Job mittelfristig. Also denen dämmert es, vielleicht. Ich würde nicht sagen, dass die CSU in die Mitte gerückt ist oder dergleichen, aber ich würde sagen, dass Leute, die nicht links wählen wollen, natürlich die CSU die beste Alternative ist. Also der Sprung von den Freien Wählern, also von den Grünen zu den Freien Wählern oder zur AfD ist vielleicht ein bisschen zu groß. Deswegen springt man zurück zur CSU, in die bürgerliche Mitte, obwohl man davor ein bisschen Mitte links war. Und von der CSU sind ja auch Wähler zu den Freien Wählern und dann zur AfD gegangen. Also es hat sich alles wieder nach rechts verschoben. Aber von links nach rechts. Ich würde nur gerne noch reinwerfen, ich würde nicht immer sagen, was viele tun in der Kommentierung, dass die Freien Wähler rechts der CSU stehen, weil zum Beispiel in Nein, der Asyl- und Migrationspolitik sind die eigentlich linker. Die sind beziehungsweise linker, ja. Liberaler als die CSU. Und jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen. Ich würde gerne noch einen zusätzlichen Aspekt. Ich würde nur sagen, in der Wahrnehmung des Wählers stehen Sie wahrscheinlich rechts von der CSU. Aber ich würde sagen, die CSU und die Freien Wähler sind die Freien Wähler und die CSU sind relativ deckungsgleich im Milieu. Stammtisch und ein bisschen pragmatischer. Und ein bisschen lokaler, aber es ist das gleiche Milieu. Wenn man die Flughöhe ein bisschen verändert und nochmal von weiter oben drauf guckt, finde ich das interessant, was sich jetzt verändert hat. Also sowohl in Hessen als auch in Bayern sehen wir, dass wir um bestimmte Realitäten nicht mehr drumherum kommen. Und dazu gehört nun mal einfach, und ich benutze jetzt bewusst das Wort Natur- und Umweltschutz. Ja, wer auch immer das jetzt für sich wie interpretiert. In der Tat, viele sind enttäuscht, die vorher vielleicht grün gewählt haben. Die sehen, okay, auf der Bundesebene hat einiges von dem, was sie sich erhofft haben, nicht geklappt oder hat wirklich einen komplett anderen Kurs genommen. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, dass es auch durch den Generationenwechsel, das hat man auch bei der bayerischen Wahl jetzt gesehen, diese alten Bierdümpfel aus der CSU, wenn ich das mal so, einfach vom Erscheinungsbild, die sind einfach weg. Es gibt jetzt eine neue Generation, auch die beiden grünen Politiker, die Kandidaten, das waren ja richtig spritzige, junge, tolle Leute, finde ich. Ja. Katja Schulze? Ich möchte einfach sagen, es sind ein anderer Politikertypus und es geht jetzt einfach um Themen. Es geht nicht mehr so sehr um dieses parteipolitische und sozusagen diese Besitzstandswahrung, dieser Erbpachtvertrag, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sondern es geht um Themen und es ist allen klar geworden, es
wir stehen auf der Kippe. Also Sie haben gesagt, die Hütte brennt. Ja, die Hütte brennt. Und das halt einfach auch, was die Umwelt angeht. Und ich glaube, da wissen wir auch, dass in Hessen sowohl als auch in Bayern ein fester Stamm Grünwähler auch nicht mehr wegzudenken ist. Nein, die Grünen sind auch etabliert. 15%. 15% werden die immer bekommen, egal was sie machen. Ja. Letzte Frage dazu. So wie die AfD immer übrigens auch. Die wird auch jetzt immer ihre 14-15% bekommen. Die AfD ist in Westdeutschland voll und ganz angekommen. Und da wird sie auch so schnell nicht verschwinden. Letzte Frage zu den Wahlen, bevor wir das Thema wechseln. Mich würde noch interessieren zum Anerkennen der Realitäten. Ich zitiere Herrn Kubicki, wir alle haben die bisherigen Entscheidungen mitgetragen. Klar ist aber auch, so wie bisher geht es nicht weiter. Das sehe Christian Lindner ebenfalls so. Was bedeutet das für die FDP auf Bundesebene, dass ein Bundesland ist sie komplett raus in Bayern und in Hessen war sie es de facto fast, ist jetzt noch ist auf den letzten Meter gerade noch reingerutscht, aber das zeigt doch, puh. Also Sie haben jetzt ja schon vorher Wahlen verloren, Landtagswahlen, sind auch in Niedersachsen raus. Habe ich die achte verloren? Ja, ich glaube die achte. Und das haben Sie immer gesagt, Sie machen aber trotzdem weiter. Was soll die FDP eigentlich machen? Ich habe mich immer gewundert, dass Sie bei der letzten Bundestagswahl eigentlich nicht von vornherein die Ampel ausgeschlossen haben. Denn es war von vornherein klar, die können in der Ampel nur verlieren. Sie können da nicht überleben. Also von ihrem Wählerklientel zum einen, aber auch von ihrem Markenkern. Wenn ich für eine freiheitliche, egal ob ich jetzt links liberal bin oder ob ich umgekehrt ordnungspolitisch bin, dann passt es aber zu SPD und Grünen nicht, die ja staatszentriert sind, von oben etwas machen wollen. Das ist eigentlich grundsätzlich schon mal sehr, sehr schwierig. Und in dieser Situation, wo man weiß, was die Grünen durchsetzen wollten, das war eigentlich abzusehen, dass die FDP damit einen Selbstmord begeht. Und sie hat es gemacht. Jetzt hat sie ja versucht, die Opposition innerhalb der Ampelregierung zu spielen. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil dann jeder sagt, ja, Freunde, warum seid ihr da drin? Also erst macht ihr den ganzen Mist möglich, dann wascht ihr eure Hände in Unschuld, jetzt spielt ihr noch Opposition. Was macht ihr denn eigentlich? Ja. Also ich wundere mich, dass die in Hessen noch eingekommen sind. Genauso wenig, wie ich mich gewundert habe, dass die AfD so gut abgeschnitten hat, wenn man sich mal im Volk umhört. Da gibt es so viele, die sagen, ich will die. Ich will das gar nicht alles. Aber ich will da einfach einen Denkzettel. Und das geht so nicht. Und da hängt die FDP mit drin. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun will. Weil sie hängt da drin, was soll sie sonst machen? Was die FDP tun will und was sie tun wird, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden es berichten. Wir kommen zum nächsten Thema. Seit Samstag herrscht Krieg in Israel. Über 2000 Raketen fliegen abgefeuert aus dem Gazastreifen auf Ziele in ganz Israel. Der Grenzzaun wird aufgeschnitten, zum Teil eingerissen. Circa 1000 Terroristen der Hamas strömen ins Land. Sie morden, vergewaltigen, verschleppen. 700 Menschen sterben. Über 2000 weitere werden verletzt. Über 100 verschleppt, darunter Kinder und alte Frauen. Augenzeugen berichten von barbarischen Verbrechen. Ein Musikfestival wird gestürmt. 5000 Partybesucher erleben ihren Albtraum. 260 werden erschossen. Frauen nehmen den Leichen ihrer Freunde vergewaltigt. Männer müssen ansehen, wie ihre Frauen verschleppt werden. Die Geiseln dienen als Schutzschild, als Pfand, als Trophäen. Gestern folgten auch Raketenangriffe der Hisbollah aus dem Libanon. Mir nun zugeschaltet aus Tel Aviv, Arye Shalikar, aufgewachsen in Berlin-Wedding, nun Sprecher der israelischen Armee. Herr Shalikar, wie ist die Lage aktuell vor Ort? Können Sie bestätigen, dass alle israelischen Gebiete wieder unter Kontrolle sind? Nein, nach wie vor befinden sich einige Dutzend Terroristen auf israelischem Territorium, um den Gazastreifen herum, auf israelischer Seite, in den naheliegenden Ortschaften, also in den Kibbuzim, und dort natürlich auch schwer bewaffnet unterwegs in Häusern verschanzt oder um Häuser herum mit dem Ziel, weiterhin zu morden und Menschen in den Gazastreifen zu verschleppen. Also wir haben nach wie vor an der Gaza-Grenze Situationen, die offen sind, und da sind wir mit den Streitkräften vor Ort, um das endlich wieder die Kontrolle einzubringen. Es soll nun der Gazastreifen von der Elektrizität abgetrennt werden und die Wareneinfuhr auch von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff blockiert werden. Ist das richtig?
Also in erster Linie ist die Rede von Gaza City. Das ist das Terrorhauptquartier der Hamas, wo höchstwahrscheinlich auch nicht wenige von den Geiseln natürlich hinbefördert wurden und sich jetzt in dunklen Terrortunneln unter dieser Stadt befinden. Und wir müssen hier kurz verstehen, in welcher Situation sich Israel befindet, weil das ist keine Operation, wie wir sie aus der Vergangenheit vis-à-vis dem Gazastreifen kennen. In diesem Fall reden wir von schon 1000 oder nahe 1000 ermordeten Israelis in nur 2-3 Tagen. Das wäre, wenn wir das kurz in Deutschland hochrechnen würden, auf die deutsche Bevölkerung von 82 Millionen, würde das bedeuten, dass 10.000 deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen innerhalb von 24 Stunden ermordet werden würden. Ich weiß nicht, wie Deutschland auf so eine Situation reagieren würde. Jedoch weiß ich, dass auch Deutschland nie wieder so wie vor diesem Gemetzel sein würde. Ja, absolut verständlich. Der Fakt, dass nun 300.000 Reservisten einberufen worden sind, deutet doch darauf hin, dass es auch in Kürze eine Bodenoffensive geben dürfte in Gaza. Ist das korrekt? Naja, also Spekulation würde ich nicht so gerne besprechen. Natürlich ist die Bodenoffensive und allgemein alle möglichen Offensiven sind gerade zur Hand. Das heißt, on the table, und das israelische Militär muss jetzt natürlich unter Anweisung der hohen Politik schauen, dass man die Terrororganisation so schnell und so tatkräftig wie möglich gezielt in die Knie zwingt. Auf welchen Wegen das israelische Militär machen wird, kann ich jetzt natürlich nicht mit unserem Publikum teilen. Verständlich. Heute hat das US Tablet Magazin mehrere Berichte von Augenzeugen des Musikfestivals veröffentlicht. 5000 Besucher waren es, 260 wurden erschossen. Junge Frauen, die neben den Leichen ihrer Freunde vergewaltigt werden. Frauen, die verschleppt werden. Wir haben auch die Bilder gesehen von Omas, die verschleppt worden sind, mit denen posiert worden sind. Heute habe ich gelesen von einem jungen Paar, das in einem Kibbutz im Süden sich schützend vor ihre 10 Monate alten Zwillinge geworfen hat und dabei erschossen wurde. Die Zwillinge haben überlebt, das Paar nicht. Diese Verbrechen sind so unvorstellbar. Woher kommt dieser Hass, diese unvorstellbare Barbarei gegen die israelische Bevölkerung? Ich meine, da ist ja null Menschlichkeit dahinter und null militärische Strategie, außer so viel Menschenleid zuzufügen, wie es nun geht. Ja, das sind leider Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende, die diesen Terrororganisationen entweder mit Waffen angehören und Mitglieder sind oder sie auf irgendeinem Wege unterstützen. Und deren Indoktrination, die sie ihr ganzes Leben erfahren haben, ist natürlich, dass Juden und Israelis, aber auch Schwule und Lesben und Frauen, die modern gerne sich bewegen würden und so weiter und so fort, auch Christen, das sind Feinde. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben in vielen Videos gesehen, wie ihre Vorgehensweise war, auf ihren Pickup-Trucks, auf Motorrädern maskiert, Allahu Akbar-Rufe, wenn sich Frauen an den Haaren in den Jeep reinziehen. Das sind Bilder, die wir sonst eigentlich nur vom Islamischen Staat in Syrien und im Irak kennen. Also in der Hinsicht könnte ich die Frage zurückgeben und sagen, naja, was geht denn in den Köpfen des Islamischen Staates und derer Terrormiliz vor, wenn die sich wie hungrige Wölfe über Frauen hermachen und über Kinder hermachen, die sich nicht so benehmen oder nicht der Religion sind oder der Auffassung, wie sie es sind. Also in der Hinsicht kann man definitiv Parallelen ziehen. Es ist wirklich grausam, was da passiert ist. Es ist an Unmenschlichkeit eigentlich kaum zu überbieten, besonders hat uns das erschrocken, weil wir die Hamas und den Islamischen Dschihad natürlich als Terrororganisation eingestuft haben. Das tun wir nach wie vor, aber die Art und Weise, wie sie vorgegangen sind,
Das ist nicht mehr nur palästinensischer Terror, sondern das wirkt wirklich schon nach global islamischem Staat-Style-Terror, dem man mit aller Härte entgegentreten muss. Aber wie konnte es sein, wenn es so groß angelegt war, diese Aktion, dass davon nichts der Mossad mitbekommen hat, dass das Militär davon nichts mitbekommen hat? Wir haben die Aufnahmen gesehen, wie ein Grenzstützpunkt überlaufen wurde, wie der Zaun durchschnitten wurde. Da wurde ja die israelische Armee komplett überrascht. Niemand scheint damit gerechnet zu haben. Also wir müssen uns nichts vormachen. Israel hat im Laufe der letzten Monate und Jahre am Gazastreifen natürlich jeden Tag tausende palästinensische Männer nach Gaza reingelassen über den Erez-Grenzübergang im nördlichen Gazastreifen und auch Güter und Produkte täglich über den Kerem Shalom-Grenzübergang im Süden des Gazastreifens reingelassen. Das sind eigentlich offene Tore, wenn man so will, wo Israel natürlich der Bevölkerung im Gazastreifen jeden Tag entgegenkam, weil man natürlich nicht das Volk an der Grenze zu Israel leiden sehen möchte. Die Terroristen haben sich diese Situation natürlich zugunsten gemacht und haben natürlich auch ausgenutzt, dass zwischen Israel und dem Gazastreifen keine Mauer steht, sondern ein Zaun. Und diesen Zaun, den haben sie teilweise mit Traktoren runtergezogen und durchbrochen, und das sind Traktoren, die auf dem Ackerland Nähe der israelischen Grenze bereitstanden, die man natürlich so im Laufe der letzten Monate immer wieder dort hat rollen sehen. Und jetzt kommt hinzu, dass immer wieder natürlich Anstürme von Demonstranten an die Grenze stattgefunden hat. Manchmal waren es brennende Reifen, die da eingesetzt wurden. Manchmal waren es irgendwelche Drachen. Und das ist mittlerweile, wenn man zurückguckt, versteht man, dass all das eine groß angelegte, auf Langzeit geplante Aktion war, die am Samstagmorgen ihren Höhepunkt erreicht hat, wo das israelische Militär, wenn wir erstmal die Ruhe hier wieder eingebracht haben, das untersuchen muss, wie es sein kann, dass wir nicht wussten, dass am Samstagmorgen diese große Offensive hunderter und tausender Terroristen stattfinden wird. Am Sonntag kam es ja auch noch zu Raketenangriffen aus dem Libanon von der Hisbollah. Gab es weitere Angriffe? Ja, also jetzt vor kurzer Zeit gab es auch Angriffe aus dem Libanon wieder, und zwar sowohl aus der Luft als auch Infiltrationen. Das heißt, auch dort gibt es bewaffnete Terroristen, die versucht haben oder weiterhin versuchen werden, nach Israel einzudringen. Das ist jetzt noch überschaubar. Ich hoffe sehr, dass das, ich sage jetzt mal, einzelne Terroristen oder Terrorzellen sind, die nicht jetzt groß angelegt auch den Norden Israels erstürmen wollen. Also die Hisbollah wurde auf allen Wege gewarnt, die Ruhe an der Grenze zu Israel zu bewahren. Sie können sich sehr gut an 2006 erinnern, als Israel natürlich mit aller Härte zurückgeschlagen hat, als Nasrallah das Abenteuer eingegangen ist, Israelis anzugreifen. Er hat es im Nachhinein bedauert. Er sollte es nicht diesmal nochmal bedauern müssen. Deshalb lieber die Waffen stillhalten an der nördlichen Grenze. Und wir hoffen, dass wir uns in den nächsten Tagen und Wochen, und wer weiß, hoffentlich nicht, aber es kann gut sein, sogar Monaten auf den Gazastreifen konzentrieren müssen in der Antiterrorbekämpfung. Herr Schalikar, Sie sind in Berlin aufgewachsen. Am Samstag wurden vereinzelt der Angriff der Hamas gefeiert. Süßigkeiten wurden verteilt, Versammlungen gab es auf den Straßen, an denen Scheiß Juden gerufen wurde. Fuck Israel wurde auf eine Straße in Berlin geschrieben. Überrascht Sie dieser Antisemitismus in Ihrer alten Heimatstadt? Nein, überrascht mich null, weil ich natürlich als jemand, der in Berlin-Wedding aufgewachsen ist und darüber auch eine Autobiografie geschrieben hat, die sogar inspiriert verfilmt wurde und im deutschen Kino gezeigt wurde unter dem Titel Ein nasser Hund, habe ich schon von anti-jüdischen Sentimenten unter der muslimischen Migranten-Community, insbesondere unter Palästinenser und Libanesen, im Wedding der 90er Jahre gesprochen. Jetzt kommt hinzu, dass wir nicht vergessen sollten, dass vor 9 Jahren, 2014, als Israel sich im Krieg befunden hat, einen längeren Krieg von ungefähr 50 Tagen gegen dieselben Terrororganisationen, mit denen wir uns jetzt wieder
im Krieg befinden, im Gazastreifen. Dass auch damals Araber in Berlin sich vor das Brandenburger Tor gestellt haben und vor 9 Jahren schon Juden ins Gas gegrillt haben. Das alles wurde thematisiert, jedoch ist nichts passiert. Ich wundere mich nicht. Niemand sollte sich eigentlich über diese Bilder wundern. Die Frage ist, was macht Deutschland damit? Ja, das ist die Frage. Herr Schalikar, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute nach Israel und bleiben Sie wohl auf. Danke. Ja, erschreckliche Bilder, die uns da vom Wochenende übermittelt worden sind. Frau Heinisch, ich darf verraten, eigentlich wollten Sie morgen nach Tel Aviv fliegen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen? Also zunächst mal mein tiefes Mitgefühl und natürlich auch Entsetzen, wie wir das alle haben. Das wird natürlich jetzt morgen bei uns nichts. Ich möchte jetzt, eigentlich hatte ich gedacht, ich fahre erst hin. Ich hatte mich sogar schon erkundigt, wo man Blut spenden kann, denn Blutkonserven werden knapp, Blut. Bei so vielen Verletzten, wir reden hier immer von sehr vielen Toten, 700 mittlerweile. Über 2000 Verletzten. Mittlerweile auch. Allerdings ist nicht sicher, ob man wieder zurückkommt, wie sich das auch in der nächsten Zeit entwickelt. Ich muss zurück. Aber was da abgeht, das ist ja nun wirklich mehr als entsetzlich. Erstmal schäme ich mich als Deutsche über diese Rufe, die wir hier hören. Geht gar nicht. Wir unterstützen noch die Palästinenser immer mit unseren Geldern. Geht gar nicht. Ja. Und was die Lage da angeht, finde ich es ganz überraschend, gar nicht mal, dass das ein Überraschungsangriff war, weil Überraschungsangriffe sind eben immer überraschend. So wurden sie geplant. Aber wie, in welcher militärischen Präzision das doch auch geplant worden ist. Was er eben erzählte, war ja schon sehr eindringlich. Das haben sie ja von langer Hand geplant, offensichtlich. Seit einem Jahr habe ich jetzt genau, gestern gelesen. Genau, was sie jetzt alles geplant, so gemacht haben, wie sie auch vom Ukraine-Krieg gelernt haben, mit Drohnenangriffen. Ja. Dann, sie haben den Iron Dome insofern ausgetrickst, indem sie praktisch mehr Raketen schießen konnten. Das heißt, wo kommt das Geld her, wo kommen die Raketen her? Und das mit den Gleitschirmfliegern war ja auch sehr interessant, was man da so lernte. Also die haben sich sehr militärisch präzise darauf vorbereitet. Und wie ich heute auch wieder von Sicherheitsquellen erfahren habe, ist, dass die sogar rotiert haben, ihre Einsatzkräfte, ihre Leute, die da sind, vor allen Dingen die Kassam-Brigaden. Das heißt, sie haben ihre Kämpfer, so nennen sie sie ja, rausgeschickt und nachdem die ermattet waren, zurückgeholt und durch andere vorbereitete Kämpfer ersetzt. Und das ist ja schon eine ganz andere Liga, wollen wir mal sagen, in der die jetzt spielen. Und was die da offensichtlich planen. Ob das aufgeht, ist eine ganz andere Frage. Aber die arbeiten ja nun auch mit anderen zusammen, haben auch ein Joint Operations Room, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, wo die Hezbollah mitmacht, andere Milizen mitmachen. Es gibt da ja auch noch alle möglichen andere Märtyrermilizen, nicht alle vom Iran unterstützt, ein Großteil schon. Also hier, denke ich mir, ist von langer Hand etwas vorbereitet worden, was mehr ist als ein Anschlag oder irgendetwas. Da haben die sich schon mehr bei gedacht. Und es wird genauso wirklich aufzuklären sein wie bei Yom Kippur. Da sind jetzt ja gerade die ganzen Akten rausgekommen. Warum man bei Yom Kippur so überrascht war, tatsächlich hatte der Geheimdienst gewarnt. Aber keiner hatte auf dem Mossad gehört, weil 73 zuvor das Attentat in München war, im Olympiastadion. Und das wussten sie nicht. Und als jetzt gewarnt wurde, hat keiner wirklich wieder hingehört. Damals bei Yom Kippur. Also die hatten schon Unterlagen und die hatten Wissen, aber es wurde wohl nicht ernst genug genommen. Und hier wird jetzt auch vermutet, dass ein Hintergrund der ganzen Sache ist, dass im Moment Israel ja innerlich sehr zerstritten war und sich um diese Dinge, nicht gekümmert, aber sie waren sich relativ sicher mit Iron Dome, mit Arrow, also dass da so nicht so viel kommt, dass sie alles andere im Griff haben und haben sich mit sich beschäftigt. Wir kennen das Problem in Deutschland. Wir sind hier auch ganz sicher auf einer Insel der Seligen und wir können uns mit uns beschäftigen, gerne auch zerstreiten. Und so wird der Westen immer schwächer und für den Gegner ist das ein gefundenes Fressen. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Also wie gesagt, bei Yom Kippur hat man jetzt rausgefunden, der Mossad wusste vieles, aber es wurde nicht ernst genug genommen.
Also die Bundesregierung hat ja für 2024 350 Millionen Euro für die palästinensische Autonomiebehörde eingeplant. Ja, und der Chef der Autonomiebehörde hat sich ganz klar auf die Seite der Hamas gestellt. Also es ist jetzt einfach nicht mehr so, dass wir da so abstrakt drüber sprechen können. Ja. Sondern wir haben ja auch in Hamburg, ich glaube es war letzten Sommer, eine riesige, laute Masse auf der Straße gehabt von Islamisten, die skandiert haben, die Zukunft gehört dem Islam. In deutscher Sprache, in einer deutschen großen Stadt. Und ich sehe das Ganze jetzt wiederum ein weiteres großes Konfliktfeld für die deutsche Bundesregierung. Es geht nicht mehr, dass wir uns in einer Doppelmoral bewegen. Die Bundesregierung und speziell die Bundesinnenministerin und das Außenministerium, sie müssen sich jetzt ganz klar verhalten und sagen, wenn wir uns über ein Flugblatt im Schulranzen vor, weiß ich nicht wie viel Jahren, 35 Jahre. So 35 aufregen, Jahren künstlich aufregen auf der einen Seite und versuchen, jemanden schachmatt zu setzen, was ja nicht geklappt hat, dann muss man auf der anderen Seite auch in gleicher Konsequenz allem, was mit Judenhass und was in diese Richtung geht, muss man entgegenstehen. Das ist doch ganz klar. Und da spielt die Bundesregierung bisher ein doppeltes Spiel. Dürfte ich zur Bundesregierung noch einen Punkt sagen? Was da passiert ist am Samstag, das ist ja auch der komplette Zusammenbruch der deutschen Nahostpolitik, soweit die stattgefunden hat. Also in Deutschland hat man sich erstens der Illusion hingegeben, es würde eine Zwei-Staaten-Lösung irgendwann noch geben. Die war jetzt in den letzten Jahren ja schon überhaupt gar nicht mehr realistisch. Aber man hat es zumindest nach außen hin noch so kommuniziert. Man hat eben die palästinensische Autonomiebehörde unterstützt. Über die UN hat man übrigens Gaza selbst auch unterstützt. Ja? Also das sind alles so Punkte. Und man hat sich komplett verkalkuliert, wie mit der Russlandpolitik. Also natürlich steckt, ich bin keine Ostexperte, aber zwei und zwei zusammenzählen kriege ich noch hin. Natürlich steckt der Iran da dahinter. Und natürlich hat das auch eine Auswirkung auf den Russlandkonflikt, weil Russland und Iran sind Verbündete. Die arbeiten auch in Syrien teilweise zusammen. So, die ganzen, wir haben das mit den Drohnen ja angesprochen, die ganze Drohnentechnologie, wie das gehandhabt wird, wie das taktisch eingesetzt wird, das haben die aus der Ostukraine gelernt. Ja? Das heißt also, wir haben einen Know-how-Transfer über Russland in den Iran und aus dem Iran nach Gaza. Das ist am Ende des Tages, hat es auch eine ganz harte geopolitische Komponente, die über einen normalen Terroranschlag, in Anführungszeichen, rausgeht. Das ist nämlich staatlicher Terror, der im Zweifel sich in den ganzen Flächenbrand in der ganzen Region ausbreiten kann. Und wenn dann die Dominosteine fallen, weil nämlich die arabische Straße, wie es so schön genannt wird, es gab eine Annäherung zwischen den Golfstaaten und Saudi-Arabien mit den Israelis, ja, die Abraham-Akkords durch Donald Trump, einer der großen außenpolitischen Erfolge Donald Trumps. Wenn das jetzt alles wieder ins Wanken gerät und die Region brennt, dann brennt es in der Ostukraine, dann brennt es im Nahen Osten und wer weiß, was die Chinesen mit Taiwan machen. Dann haben wir geopolitisch eine Implikation, die wir uns, glaube ich, teilweise noch gar nicht vorstellen können. Ist jetzt das Horrorszenario, aber dass es die Achse Moskau-Teheran-Gaza gibt, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusionen und machen. Wir sollten auch Kosovo vielleicht auch mal... Kosovo gehört genauso dazu. Was ist in Kosovo auch dazu mit Belgrad? Genau, also wir haben hier im Moment, einer sagte mal neulich, wir haben hier Jahrhundertereignisse im Jahrestakt. Und das ist tatsächlich, und die Außenpolitik, ich finde, die ist sehr konstant. Immer das Falsche. Immer das Falsche, Exakt. Die EU hat heute bekannt gegeben, sie möchte alle Zahlungen in palästinensische Gebiete einstellen. Ja. Einfrieren, nicht einstellen. Und das ist der oder Unterschied. Einfrieren, Entschuldigung. Aber Herr Trittin hat sich heute auch geäußert und meinte dazu, dem Terrorismus entzieht man definitiv nicht den Nährboden. Wenn man jetzt die humanitäre Hilfe streicht, man stärkt ihn sogar. Und sagt, das Auswärtige Amt zahlt im laufenden Jahr rund 70 Millionen Euro für die Bevölkerung in den besetzten palästinensischen Gebieten. Aber er sieht doch, dass es nicht funktioniert oder wo es hingeht. Und das ist das. Was machen die Deutschen? Wir haben immer dasselbe. Wir machen immer dasselbe. Es klappt nicht. Und dann sagen wir, dann machen wir es noch mehr. Es ist wirklich die Anleitung zum Unglücklichsein. Da steht ein Kapitel mehr vom selben. Das ist ein todsicheres Mittel, wie man das Unglück immer noch verschärft. Und genau so machen wir das doch. Es hat ja nicht geholfen. Es wird nicht helfen. Und mal ganz ehrlich, die haben so viel Geld für Raketen, für alles Mögliche. Dann haben sie auch Geld für Schulkinder, für alles Mögliche, für ihre Leute. Wenn man ihnen das nicht abnimmt, können sie es machen. Und was ich auch katastrophal finde, wenn ich richtig informiert bin, hat sich der UNO-Sicherheitsrat zwar getroffen, hat aber sich nicht einigen können, etwas gemeinsam zu sagen.
Und die UN hat ja auch eigene Organisationen in den Gazastreifen und Westbank, überall. Ja, die leben von diesem Konflikt. Die sagen jetzt auch nicht sehr viel dazu, wenn man das mal so sagen darf. Und wenn sie was sagen, das Falsche. Dann sagen sie das Falsche. Ja. Und das finde ich einfach nur grauenvoll. Es gibt auch einen Grund. Donald Trump hat die UN-Zahlungen eingestellt. Ich meine, Donald Trump gilt bei uns immer als die Personifizierung des Bösen. Aber die Israel-Politik und die Nahostpolitik von Donald Trump hatte sehr viel mehr Weitsicht, Klarheit und moralische Integrität als unsere. Du meinst das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, ja, die in UNRWA, genau. 190 Millionen Euro flossen vom Auswärtigen Amt. Und wir haben es übernommen, wir sind eingesprungen. Wir haben gesagt, wenn die Amerikaner es nicht mehr zahlen, dann zahlen es wir jetzt. Und das ist genau das. Irrsinn. Es gibt noch andere Beispiele. Ich denke da an Claudia Roth, die mit den Mullers abklatscht, ja. Ja, da gibt es das bekannte Foto. Da war ich sogar im Saal damals. Was, glaube ich, auch für viel Fragen gesorgt hat. Aber auch Claudia Roth, die dann die Documenta letztes Jahr eröffnet mit klaren antisemitischen Figuren, die dort ausgestellt wurden. Haben die Grünen da ein bisschen ein Problem mit, wie sollte man es bezeichnen, falscher Weltoffenheit? Ja, oder? Genau. Das ist aber nicht die Grünen an sich, das ist die gesamte postmoderne Linke, ja, die sozusagen sich über Befreiungskampf, Critical Race Theory, Antikolonialismus und so definiert. Und da kommst du plötzlich her und sagst, oh, da kommt eine junge, dunkelhäutige Frau aus Palästina. Hey, die ist super divers und Female Empowerment und alles Mögliche. Und die Israelis sind ja irgendwie eh so ein bisschen böse, weil die sind ja so ein bisschen Besatzungsmacht und so und auch militärisch hochgerüstet. Finden wir nicht gut. Und Netanyahu ist ja auch ein böser Rechter. Mhm. Und damit hast du so eine komische Sympathisierung. Also es gibt ja, die Rote Armee-Fraktion wurde ja nicht umsonst bei der PLO damals ausgebildet. Also diese Verschränkung aus Linksextremismus und Islamismus und islamistischem Terror, die ist schon seit den 70er Jahren da. Und davon hat man sich nicht gelöst. Ich meine, die Grünen kommen in Teilen aus der linksradikalen Bewegung. Ja? Ich will jetzt den Grünen nicht vorwerfen, dass sie Israel-Hasser sind. So weit würde ich nicht gehen, aber diese Naivität dieses Diversity-Bullshit-Bingo, wo jeder, der ein bisschen dunkleren Ton hat als wir, automatisch gut ist und jeder, der einen helleren Ton hat, automatisch böse ist, das führt dazu. Das hat doch eigentlich schon viel früher angefangen. Also ich finde, man kann Frau Merkel da nicht aus der Verantwortung lassen. Also jetzt das auf die Grünen zu reduzieren. Nein, sie haben ja in vielem recht, was Sie gesagt haben, aber man muss bedenken, dass wir in Deutschland zumindest diese Veränderung der Gesellschaft und auch die Art und Weise, wie wir da drauf blicken, die hat unter Merkel stattgefunden, aus meiner Perspektive. Ja, mir geht es nur darum, wie wir uns erklären können, dass das auf deutschen Straßen stattfindet. Aber nicht nur das fand statt, sondern auch das direkt nach den Angriffen. Hier sehen wir, wie Menschen in der Sonnenallee in Berlin feiern die Angriffe, die es am Samstag gab. Und das sind die Extrembeispiele, wie gefeiert wird. Aber die Intonierung dafür, die Vorstufe, kommt zum Beispiel auch von Fridays for Future. Wir als Fridays for Future, als antikoloniale, internationalistische Bewegung für Klimagerechtigkeit, stehen vereint an der Seite der Palästinenser und des palästinensischen Widerstandes gegen diese unmenschlichen Verbrechen. Es ist so diese... Aber das war am 23.01.2023. Dieser Post von Fridays for Future bezog sich nicht jetzt speziell auf diese Eskalation. Aber es geht um diese Vorstufe davon. Das muss man davon. Schon dazu sagen. Also dieses Zitat ist korrekt, aber es hat zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden. Ich persönlich finde, wenn ich solche Skandierungen höre, da muss doch die Polizei kommen, die Leute festsetzen und ich weiß nicht, wie man dann damit umgeht, aber die müssen erstmal verhaftet werden aus meiner Sicht. Das kann man doch nicht zulassen, dass solche Sätze auf deutschen Straßen skandiert werden. Wir haben doch eine Geschichte. Mir geht es darum, Sie haben recht, es war im Januar, aber das ist doch der Vorbote davon, diese
Abkultung von Palästina. Und from the river to the sea, Palestine should be free, hört man relativ häufig in Queers Berlin. Queers for Palestine auf habe ich auch vorbereitet. Hier, Queers for Palestine, wenn die wüssten, in Palästina würden die, wenn sie offen die homosexuell wären. Die hätte aber sowas werden. Von erwischt jetzt am Samstag. Also das ist aber der Punkt, das meine ich eben. Wir haben eine postmodernistische Linke, für die unterdrückte Völker und damit People of Color und wie es alles so schön heißt, in dieser Opferhierarchie immer ganz unten stehen. Und wenn du etwas gegen muslimischen Extremismus sagst oder gegen Islamismus, dann ist das automatisch Rassismus. So. Und deswegen sind die immer, egal was sie tun, Opfer. Mhm. Sie sind Opfer einer Struktur, Opfer einer weißen Mehrheitsgesellschaft, Opfer einer Kolonialgeschichte. So. Und die müssen natürlich dann immer, haben in gewisser Weise Narrenfreiheit. Amnesty International. Amnesty International hat sich jetzt auf die Seite der Hamas gestellt. Mhm. Ja? War einmal irgendwie ein Leuchtturm, also wirklich für NGO-Arbeit. Aber Entschuldigung, auch dieses Beispiel mit den Queers, dieses Plakat stammt nicht jetzt direkt auf Religion hin. Nein, das sagen wir gar nicht. Aber es ist diese Nein, aber es ist der ideologische geistige Nährboden. Wenn ich als Schwuler oder als lesbische Frau oder als Transperson oder wie auch immer wirklich gemeinsame Sache oder zumindest eine ideologische Nähe, eine geistige Nähe zur Hamas, zur Fatah, irgendwem herstelle, dann habe ich nicht alle Latten am Zaun. Weil in Teheran hänge ich nämlich am Baukran als Schulermann. Ganz einfach. Und diese komische Täter-Opfer-Umkehr und diese Verklärung hat schon wirklich manisch geisteskranke Züge, was da passiert ist. Und einen Tweet, den habe ich nämlich rausgefunden dazu. Und den möchte ich vorlesen von meiner sehr guten Freundin Frau Chebli. Den habe ich doch auch. Ja, wunderbar. Du meinst den hier. So. War das der, dass das AfDler und Rechte ihrem antimuslimischen Rassismus freien Lauf lassen, wundert niemanden. Es ist aber krass, wie auch linke demokratische Stimmen antimuslimischen Ressentiments schüren und das Spiel der Rechten mitspielen. Das möchte ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wenn das der erste Gedanke ist, bei diesen furchtbaren Bildern, die wir gesehen haben, und bei den furchtbaren Bildern auch aus Neukölln, ja, wo Leute enthauptet werden, an irgendwelchen Motorrädern durch die Gegend gezogen, auf Pickup-Truck geschleudert werden, wo wirklich Blutlachen in der Wüste sind. Und das ist das Erste. Pfui Teufel, Frau Schäbli sollte sich wirklich in Grund und Boden schämen. Und sie gehört meiner Meinung nach politisch aus dem Verkehr gezogen und sollte nie wieder eine politische Karriere oder eine Chance auf eine politische Karriere in diesem Land haben. Da ist der moralische Wertekompass so dermaßen daneben und ich kann es wirklich nicht ertragen, dass angesichts der Opfer, die in Israel noch nicht mal kalt waren, diese Frau sich und ihre Muslimbrüder, die hier am Werk sind, zu Opfern stilisiert. Das ist wirklich geschmacklos unter aller Kanone. Und das macht mich wirklich, wirklich, wirklich rasend und ich kann diese Hamas und diese Terror- und diese Islamisten-Apologie, wie wir sie in Deutschland von Seiten der politischen Linken pflegen, wirklich nicht ertragen. Und das ist furchtbar tückisch, gerade auch mit dem Blick auf den Migrationsdruck, der in unserem Land herrscht. Denn das wird gesellschaftlich nicht besser. Was in Neukölln heute ein Einzelevent ist, wird in 5 oder in 10 Jahren in ganz Deutschland an zentralen Plätzen so aussehen in unseren Städten, wenn wir jetzt nicht handeln. Und Frau Chebli ist Teil des Problems, nicht die Lösung. So. Das war ein Wutanfall und ich teile ihn. Das war kein Wutanfall, das war sehr kalkuliert, ich bin emotional geladen bei der Geschichte und Frau Chebli ist genau symptomatisch für alles, was falsch läuft in diesem Land. Ich mache mal noch ein Beispiel, was das Ganze vielleicht ein bisschen unterstreicht. Das hat jetzt mit dieser unmittelbaren Eskalation nichts zu tun, aber ich war vor kurzem in einem Elektronikgeschäft und vor mir standen 2 Herren mit einer Dame, die dieser Dame absichtlich auf die Füße getreten sind und das waren Moslems und ich bin aber eingeschritten, um die Frau zu verteidigen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, einer Frau tritt man hier nicht auf die Füße. Was machen Sie denn da? Und das Ganze endete dann mit vielem Hin und Her damit, dass ich Rassismusvorwürfen gegenübergestellt war und 5 Mitarbeiter dieses Elektronikgeschäftes, alles Männer mit Vollbart, Muslime ganz offensichtlich, mich des Rassismus bezichtigt haben. Und ich stand da nur und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe eine Frau verteidigt, der Sie absichtlich auf die Füße getreten sind. Was läuft hier falsch? Man fragt sich, mit Blick auf Hessen und Bayern, fragen sich viele Medien, warum wählen die Leute AfD? Es sind diese Bilder. Deswegen wählt man AfD. Es ist im Grunde eine Art politischer Notwehr. Ich will es jetzt nicht überhöhen. Aber man sieht, okay, es läuft irgendwas eindeutig nicht in Ordnung. Und ich möchte nicht in diesen Zuständen als Gesellschaft leben.
wen willst du denn bitte wählen? Natürlich wählen die Leute dann eben AfD. So, das ist der Grund. Das ist der Grund. Frau Seibold, ich möchte zum Schluss noch auf einen Kandidaten kommen, der bei Ihrem alten Arbeitgeber tätig war, nämlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und zwar Malcolm O'Hanwe. Der hat sich so geäußert: Wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollen sie sich mit Worten wehren? Wenn das Wahlrecht der Palästinenser unterbunden wird, wie sollen sie sich mit Kreuzen wehren? Wenn ihre Bewegung eingeschränkt wird, wie sollen sie sich mit Demos wehren? Was erwarten die Leute? Das ist Malcolm O'Hanwe, bekannt durch mehrere kritische Israel-Äußerungen, das hat er laufend abgesetzt, verschiedene, man kann sie sich gerne im Internet anschauen. Bis vor kurzem noch sehr hofiert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und das hat es gebraucht jetzt, um sich mal klar von ihm zu distanzieren. Da haben wir doch dasselbe Problem. Bis vor kurzem war man noch Rassist, wenn man gesagt hat: Freunde, was der so von sich gibt, das geht nicht. Und jetzt hat es diesen Konflikt gebraucht, um Klick zu machen bei den Herrschaften vom, ich glaube, bei Arte ist er beschäftigt und beim Bayerischen Rundfunk ist er beschäftigt, um zu merken. Und bei Funk teilweise war er noch beschäftigt, hatte dann eigenes Format. Also der ist im Grunde bei jeder öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt untergekommen, aber ich wollte nicht ins Wort fallen. Also ich kenne ihn persönlich nicht. Ich weiß auch nicht sozusagen, was jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk als allgemeines sozusagen, als Konglomerat, wie sich die Geschichte zugetragen hat. Ich kann aber nur sagen, ich glaube, da wachen jetzt einige auf, und es ist nicht nur im Rundfunk so. Das ist, betrifft aber, wie Sie richtig sagen, den politmedialen Komplex. Ich will es jetzt noch mal so bezeichnen. Deutschland wird in dieser Hinsicht durch diesen furchtbaren Krieg im Gazastreifen aufwachen müssen. Mhm. Ja, und zwar Politik und Medien. Und da ist er ja quasi nur eine Symbolfigur. Wir können uns jetzt nicht mehr rauswinden. Wir müssen uns verhalten. Aber er ist ein Symptom eines strukturell fehlerhaften Systems. Mhm. Weil bei Malcolm O'Hanwe ist das nicht der Erste. Also der hat auch mal Idi Amin, Diktator aus Uganda, für die ihn nicht kennen, gelobt. Er hat das auch mal gesagt, er hat auch eine gewisse Antipathie gegen Weiße. So, auch das ist nachweisbar. Er hat offensichtlich ein ganz, ganz großes Problem mit Israel. Ich würde sagen, es ist Israel-Hass. So würde ich es formulieren. Und dieses Problem ist auch nicht erst seit jetzt bekannt. Ich meine, dass er das Sprachbild mit einer rausgeschnittenen Zunge verwendet, wo wirklich Leuten die Gliedmaßen abgeschnitten werden, ist komplett verdorben. Und ich weiß zum Beispiel, dass der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, ja, also des Freistaats Bayern, wegen Herrn O'Hanwe auch mal im Hintergrund ein bisschen tätig geworden ist dem BR gegenüber. Und das schon vor Jahren, weil das schon immer ein Problem war. Ein CSU-Mann, Ludwig Spähnlich ist der Mann damals. Ich glaube, er ist es immer noch. Und das wurde komplett abgeblockt von Seiten des Bayerischen Rundfunks. Also, und da sieht man ja schon, und warum? Weil er divers ist. Er ist schwarz, ich glaube, er ist halb Afrikaner, halb palästinensischen Ursprungs. Dann ist er schwul, dann sieht er irgendwie ein bisschen lustig aus und dergleichen. Also da ist sozusagen das ganze Diversity-Ticket zieht da so. Und da sagt man sich, nee, komm, das ist nicht so schlimm. Ja, der hat was gegen Israel gesagt, aber Israel ist ja schon irgendwie, sind irgendwie schon ein bisschen die Bösen. Und statt dass man diese Leute aus dem Verkehr zieht, werden sie mit Sendungen überhäuft und mit Journalistenpreisen. Wenn man auf die Webseite von Malcolm O'Hanwe geht, sieht man einen Preis nach dem nächsten. Der war letztes Wochenende, als er diesen Tweet abgesetzt hat, auf der Medienkonferenz der neuen deutschen MedienmacherInnen, Frau Ferda Attermann, Antidiskriminierungsbeauftragte des Landes, hat diese Institution mit ins Leben gerufen, wird von der Bundesregierung gefördert. Da muss man jetzt den Stecker ziehen. Wer gegen Israel ist, und das ist Staatsräson in unserem Land, der ist gegen die westliche demokratische Gesellschaft unserer Ausprägung. Und er muss somit als Gegner dieser demokratischen Grundordnung, zu der wir uns bekennen, betrachtet werden. Und auch Frau Attermann, du hast sie gerade angesprochen, hat noch vor, da war sie noch nicht Antidiskriminierungsbeauftragte, aber auch gesagt, es gibt keinen muslimisch importierten Antisemitismus in Deutschland. Und ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt angestoßen haben, hat gezeigt, über das diverse Besetzen, aber auch die Willkommenskultur und diese Offenheit für verschiedene Kulturen, die auch was Gutes sein kann, da hat sich ein blinder Fleck ergeben, sowohl in Politik als auch in Medien. Die
Platz gemacht hat oder nicht sehen wollte, eine Form von Antisemitismus, die sich da eingeschlichen hat und die jetzt wieder erkennbar wird. Es ist leider schon Ende dieser Sendung angelangt. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Es war eine wunderbare Sendung. Das war schon wieder Stimmt für heute. Eine neue Ausgabe gibt es schon am Mittwoch. Da wird der Israel-Krieg natürlich auch Thema sein. Antisemitismus wird Thema sein in dieser Sendung. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie zugeschaut haben. Schreiben Sie Ihre Meinung zu dieser Sendung in die Kommentarspalte. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, aber vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.